Wer im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien lebt, der muss nach den Auswirkungen des Klimawandels nicht lange suchen. Ob austrocknende Seen oder verheerende Dürre mit zunehmender Waldbrandgefahr oder dann wiederum sintflutartige Regenfälle mit Überschwemmungen. Die Menschen in Kalifornien bekommen es hautnah zu spüren. Einer von ihnen ist der Schriftsteller T.C. Boyle, der regelmäßig die Herausforderungen seiner amerikanischen Heimat thematisiert. Und so hat er in seinem neuesten Werk Blue Skies die Folgen des Klimawandels ins Visier genommen. Gleich ein Gespräch mit ihm selbst darüber. Zunächst Tom Garus über den Star-Autoren auf Tour in Deutschland. Guten Tag. Höflich, witzig und wie immer pointiert. Mit 74 Jahren kehrt T.C. Boyle nach Deutschland zurück. Heute zu einer Lesung beim RBB in Berlin. Sein neuer Roman Blue Skies handelt von den Auswirkungen des Klimawandels und wie eine amerikanische Familie versucht, damit klarzukommen. Inspiration dafür fand T.C. Boyle vor seiner eigenen Haustür in seiner Wahlheimat Kalifornien. Wir sind in einer näheren Zukunft. Der Klimawandel hat voll durchgeschlagen. Die Küste von Florida ist überspült. In Kalifornien jagt ein Waldbrand den anderen. Und das Buch erzählt diese Veränderung, aber erzählt auch, was in den Menschen passiert. Wie sich unsere Psyche, wie sich das Seelenleben, wie sich das Gefühl, in der Welt zu sein, verändern wird durch den Klimawandel. Ein Thema, das auch seine Fans beschäftigt, die heute zur Lesung gekommen sind. Also mich bewegen wirklich die Charaktere und dieses ganze Umweltthema auch total. Und es ist auch so über mehrere Generationen. Ich bin jetzt auch mit meiner Tochter hier. Ich finde, wie er schreibt, sehr cool und seine Themen, die er anspricht, auch sehr interessant. Und er bringt einen immer in so eine neue Welt, die man vorher nicht so sich angeguckt hat. Boyle thematisiert in Blue Skies schonungslos eines der politischen Zerreißthemen unserer Zeit. Die Pointe dieses Buches ist, dass es solche Diskussionen wie gibt es Klimawandel oder nicht, ist der Menschen gemacht oder nicht, einfach auslässt. Der ist da. Und jetzt müssen die Menschen damit umgehen. Das ist jenseits von Politik. Das ist Realität auf der Ebene dieses Buches. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Das finde ich literarisch sehr raffiniert. Blue Skies, das neue Werk von T.C. Boyle, bietet dafür reichlich Diskussionsstoff. In der Tat. Und deshalb habe ich mit T.C. Boyle auf Lesetour derzeit in Berlin am Nachmittag folgendes Gespräch dazu geführt. Good afternoon, and guten Tag. Willkommen, T.C. Boyle. Guten Tag. Klimawandel ist nicht zum ersten Mal Ihr Thema. Vor mehr als 20 Jahren schrieben Sie Ein Freund der Erde über eine Klimakatastrophe im Jahr 2025. Das ist bald. Hat die Realität die Fiktion so eingeholt, dass Sie das Thema erneut aufgreifen mussten? Oh, absolut, ja. In Ein Freund der Erde aus dem Jahr 2000 habe ich diese Klimakatastrophe vorausgesagt, die wir jetzt haben. Mit Gewittern, Dürren und sogar mit der Pandemie. Jetzt leben wir darin. Und ich frage mich, was das für uns alle bedeutet, für Sie, Ingo, für die Leute im Studio, für jeden. Wir haben mit diesen Katastrophen jeden Tag, jede Woche zu tun. Wie kommen wir mit unserem Leben zurecht? Darum habe ich das neue Buch geschrieben, damit die Menschen darüber nachdenken. Und wie sehr hat es eine Rolle gespielt, dass Sie in Kalifornien leben, wo ja ein Teil der Handlung spielt, und Sie die dortige Dürre selbst hautnah erleben? Ja, natürlich. Im Buch gibt es eine Familie in Kalifornien mit einem Ableger in Florida, wo ich sehr gute Freunde habe. In Florida haben sie genau das Gegenteil von Kalifornien. Ständig Gewitter und Überschwemmungen, immer stärkere Hurricanes, steigendes Meeresspiegels und Flutwellen, die alles zerstören. Und gleichzeitig können wir noch nicht mal richtig duschen. Es gibt kein Wasser. Das wirkt sich also direkt auf Ihren Alltag aus. Welche Absicht steckt daher hinter dem Buch? Die eines Aktivisten, der seine Leser zum Handeln antreiben möchte? Nein, überhaupt nicht. Ich schreibe nicht, um irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen. Ich schreibe Romane, bin Künstler. Ich denke über Dinge nach und erschaffe dazu ein Szenario. Natürlich werden die Menschen in mehrfacher Weise bewegt, wenn sie Blue Skies lesen. Und wenn sie sich dann den Grünen anschließen wollen, Halleluja. Aber wenn ich das wollte, dann würde ich nicht fiktionale Texte schreiben oder Vorträge halten. Ich bin nur ein Künstler, der Szenarien kreiert und sich Fragen über unser verrücktes Leben stellt.
Und ist das überhaupt ein Thema in den USA oder ist es, wie so vieles anderes, zu politisch aufgeladen, um eine echte, faktenbasierte Debatte darüber zu ermöglichen? Sicherlich laufen hier zwei Sachen ab und Sie sprechen von der politischen Spaltung. Natürlich erfahren die Menschen das hier wie in Deutschland aus erster Hand. Als ich im Jahr 2000 Ein Freund der Erde schrieb, sagten die Rechten und die Shells und die Ölgesellschaften noch, das ist doch erfunden und das geschieht gar nicht real. Jetzt geschieht es, jedem und überall. In meinem Dorf in Kalifornien, in der Nähe von Santa Barbara, in Montecito, hatten wir eine Wetterkatastrophe. Ein ganzer Berg ist abgerutscht, hat den halben Ort zerstört und 23 meiner Nachbarn mit sich gerissen. Es ist nicht mehr etwas Isoliertes, es geschieht jedem und überall. Ja, natürlich gibt es jetzt darüber Diskussionen. Die Regierung Biden hat ja eine Menge grüne Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Wie bewerten Sie diese Bemühungen? Ich begrüße das. Aber natürlich haben wir einen Patt mit den Rechten. Die wollen nichts tun, als die Macht wieder ergreifen und behalten. Sie haben kein Programm, nichts. So wie der Kongress gespalten ist, weiß ich nicht, wie viel von Bidens Programm durchgehen wird. Da gibt es verschiedene Ansichten zu dem Thema in den politischen Lagern. Ex-Präsident Donald Trump scheint ja zurzeit der Favorit zu sein, um der republikanische Kandidat für die nächste Wahl zu werden. Als Präsident ist er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, hat fossile Energie gepusht. Wie schätzen Sie seine Chancen ein? Und was, wenn er wirklich das Comeback schafft? Ingo, wir bräuchten drei volle Stunden, um das zu diskutieren. Ich halte mich mit Voraussagen zurück, denn ich stand gerade hier auf der Bühne in Deutschland, als dieser Mann zum ersten Mal auftauchte. Und ich habe allen versichert, wir wählen doch nicht solch einen Clown, solch einen Kriminellen. Aber ich habe mich getäuscht. Und ich hoffe, dass die rechte Partei in verschiedene Lager zerfällt und dass die Progressiven wieder siegen werden. Wir sind ja mehr als die. Aber natürlich, wenn man sich ansieht, was in Südafrika passierte, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Demokratie auch funktioniert. Doch ich hoffe, dass er nicht einmal Kandidat wird. Und wenn doch, dass er glatt geschlagen wird. Denn er hat kein Interesse daran, unser Leben zu verbessern oder das Leben aller Kreaturen auf der Erde. Er ist das genaue Gegenteil, der Zerstörer. Sie wollen kein Wahrsager sein, aber wenn Sie eine Vorhersage machen müssten, nicht zur Wahl, aber zum Klimaschutz allgemein in den USA, was würden Sie da sagen? Ich bin recht pessimistisch. Ich will ja nicht alle deprimieren, aber es sieht nicht gut aus. Wir sind bereits über den Kipppunkt der globalen Erwärmung hinaus und wir versuchen etwas. Wir tun kleine Dinge. Ich kann wirklich nicht sagen, was geschehen wird. Ingo, ich denke, ich sollte ein weiteres Buch schreiben mit Voraussagen zu 2050. Nun, das wäre sicherlich zur Freude vieler Ihrer Leser. Danke für Ihre Zeit, T.C. Boyle. Bitte schön, my pleasure.